German, Austrian, Bavarian. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. Der Zaunkönig hatte sein Nest im Wagenschuppen. Einmal sind die alten beide weggeflogen, sie hatten etwas holen wollen, um ihre Junge zu füttern, und sie hatten die Kleinen ganz alleine gelassen. Der Zaunschlüpfer hat sein Nestle in der Garage gehabt. Einmal haben dort alle zwei ausgeflogen, weil sie für die Junge etwas zu essen geholt haben, und die Kleinen haben sie dabei ganz allein gelassen. Eine Weile später kam der Vater wieder nach Hause. »Was ist hier passiert?«, fragte er. »Wer hat euch etwas angetan, Kinder? Ihr seid ja ganz verängstigt.« »Stimmt, mein Spader, kommt der Vater wieder heim. Was sind mit den Enkel los?«, sagt er. »Halt euch etwas da. Ihr seid ja ganz verdorrt.« »Ach, Vater«, sagten sie, »hier kam eben ein großer Butzelmann entlang. Der sah so böse und schrecklich aus. Er glotzte mit seinen großen Augen in unser Nest rein. Davor haben wir uns so erschrocken.« »Mein Vater«, sagen sie, »da ist gerade so ein großer, böser Mann umgekommen. Der hat so wild und schier ausgeschockt. Er hat reingespicht mit seinen großen Augen. Da haben wir so da gekommen.« »Aha«, sagte der Alte, »wo ist er denn geblieben?« »Nun«, sagten sie, »er ist dort entlang gegangen.« »Gut«, sagt der Vater, »und wo ist er oft jetzt hin?« »Na ja«, sagen sie, »er ist halt nachher da weiter.« »Wartet«, sagte der Alte, »dem will ich nach. Beruhigt euch, Kinder. Den werde ich erwischen.« Damit flog er ihm hinterher. Als er um die Ecke kam, war es der Löwe, der dort lang ging. »Ja, wart's mal da«, sagt der Vater, »ich flieg am nachher. Denkt euch nix, ich werde ihm schon kriegen.« Und schon flieg am nachher. Wieder ums Eck kommen kommt, sag gern, Löwe, der was da gerade geht. Der Zaunkönig hatte aber keine Angst. Er setzte sich auf den Rücken des Löwen und fing an zu rufen. »Was hast du bei meinem Haus zu suchen?«, sagte er, »um meine kleinen Kinder zu erschrecken.« Aber der Zaunschlüpfer fürchtet sie nicht. Er huckt sie auf den Löwen seinen Rücken und schon scheißt er ihm zusammen. »Was fällt's dir, dass du mir ins Nestel kommst und meine Kinder so das schickst?« Der Löwe kümmerte sich gar nicht darum und ging weiter. Da schimpfte das dreiste Kerlchen noch mehr. »Gar nichts hast du da verloren, sage ich dir.« Aber der Löwe hört ihm nicht mal zu und geht weiter. Da wird der kleine Zaunschlüpfer nur besser und schimpft weiter. »Du hast bei mir daheim nix zu suchen«, sage er. »Und kommst du wieder«, sagte er, »dann wirst du was erleben. Ich mag es eigentlich nicht tun«, sagte er und hob eines seiner Beinchen an. »Aber ich könnte deinen Rücken mit diesem Bein in einer Sekunde brechen.« »Und bald zurückkommst«, sagt er, »oft kannst du etwas erleben. Ich möchte jetzt echt nicht da messen«, traut er dem und hebt sein Haxen auf. »Aber ich kann da dem Moment deinen Rücken mit meinem Haxen brechen.« Daraufhin flog er wieder zu seinem Nest zurück. »So, Kinder«, sagte er, »dem habe ich eine Lektion erteilt. Der kommt nicht wieder.« Und er fliegt wieder zu seinem Nestel zurück. »Sock hin«, sagt er, »den habe ich jetzt gescheitzlig. Der kommt nimmer zurück.«